Ach Leute, wir kennen nicht den Moment, weil man eine Aufnahme schon komplett fertig hat und dann kommt man drauf, dass das Mikro komplett am Arsch war. Ah! Hey ja, und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ja, es ist wieder Bernie auf dem Start. Und ja, das war echt klar, auf meinem Kanal bin ich eigentlich am Start. Das ist logisch. Okay, ich erkläre euch kurz, was ich vom Schicksal halte. Und wir sehen uns wieder nach dem Intro. Namaste und wir sind wieder da. Ja, Freunde, was ist also Schicksal? Wer nicht weiß, was Schicksal überhaupt ist, Schicksal ist das, dass man glaubt, alles ist vorherbestimmt und ja, das ist eigentlich Schicksal. Ja, viele Menschen glauben aber, dass Schicksal so eine Art Buch ist, wo Sachen drin stehen, dass was so nach der Reihenfolge passiert. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Viele glauben, dass Schicksal eine höhere göttliche Macht ist, die einen Plan mit der Welt hat. Das glaube ich eher auch nicht. Viele glauben auch zum Beispiel an die wahre Liebe und auch verbunden mit dem Schicksal. Das glaube ich aber auch nicht. Ich habe letztens mit der Vorsitzenden von Bernie Affe Fanclub geredet und ja, das Thema war Schicksal, beziehungsweise die Liebe des Lebens. Und ich dachte mir nur so, wenn es die Liebe des Lebens für jeden Menschen wirklich gibt, warum hat sie dann nicht jeder? Warum bekommt sie dann nicht jeder? Warum sterben einige Menschen, ohne sie jemals kennengelernt zu haben? Diese Frage, Leute, die möchte ich euch jetzt kurz stellen. Schreibt mal in die Kommentare, glaubt ihr daran, glaubt ihr nicht. Ja, ob es jetzt die Liebe des Lebens gibt, keine Ahnung. Es ist zumindest Fakt, dass es Menschen gibt, die biologisch besser zusammenpassen und Menschen gibt, die eher schlecht zusammenpassen. Und ja, das beweist quasi, dass Schönheit wirklich im Auge des Betrachters liegt. So, kommen wir nun zu meinem Standpunkt. Also, was halte ich davon? Ich bin ja eher so ein Mensch, der glaubt irgendwie schon an Schicksal, weil Schicksal mehr oder weniger bewiesen ist. Also, alles passiert so, wie es passiert. Es kann nicht anders passieren. Vielleicht in einem Paralleluniversum. Aber in dieser Welt passiert alles so, wie es passieren muss. Es hat aber meiner Meinung nach keiner festgelegt und meiner Meinung nach ist das auch, ja, einfach Zufall. Meiner Meinung nach ist Schicksal auch irgendwie bewiesen. Ich will das euch erklären, aber dann bin ich drauf gekommen, dass das Erklären einfach keinen Sinn macht, weil es einfach zu fucking kompliziert wäre. Also, ich stelle jetzt das Glas da auf meinen Kopf, ja? Diese Entscheidung hat mein Gehirn getroffen, ohne dass ich wirklich das wollte. Ich meine, ich wollte es euch jetzt zeigen, was ich meine, aber eigentlich random. Ich hätte auch den Kamm nehmen können, ja? Und diese Aktion alleine war so zufällig, aber mein Gehirn hat das entschieden. Und eine andere Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt gar nicht möglich. Das heißt wiederum, dass alles so passiert, wie es ist. Und es ist alles von jedem einzelnen Faktor auf der Welt anders. Es ist alles von jedem Faktor auf der Welt abhängig. Zum Beispiel kennt ihr ja den Schmetterlingseffekt. Also ein Schmetterling kann mit dem Flügelschlag eine ganze Tornado auslösen und damit sogar mehrere Häuser zerstören sozusagen. Das heißt, ein Schmetterling kann ein Haus zerstören. Eine kleine Tat kann Großes vollbringen. Und das stimmt. Das stimmt. Kleinigkeiten können einfach alles. Und das kennt ihr von so vielen Filmen, das kennt ihr einfach. Für mich ist also Schicksal so. Zusammengefasst ist für mich Schicksal einfach das, wie es passiert. Es passiert so, wie es passieren muss. Aber von keinem vorgelegt, es ist in keinem Buch drinnen und es ist einfach so, wie es ist. Und nochmal zu der Frage, was die Liebe des Lebens? Scheinbar, laut der Aussage, gibt es halt für jeden Menschen die richtige Person. Warum gibt es für jeden Menschen die richtige Person, wenn man sie nie findet oder wenn sie einige nie findet? Natürlich kann man da jetzt sagen, ja, vielleicht suchen sie nicht. Jeder Mensch würde danach suchen, wenn es die wirklich geben würde. Und andererseits, warum bekommen sie einige schon und einige nicht? Und einige bekommen sie ja, obwohl sie nicht suchen. Also, das kann nicht ausschlaggebend sein. Nun gut, Freunde, ich hoffe, ihr teilt. Ich hoffe, Leute, Schicksal, Leute, ist da. Aber Schicksal ist nichts, wovon man sich beeinflussen lassen sollte. Man sollte nicht über Schicksal nachdenken, denn es bringt gar nichts. Okay, Freunde. Das war's für das Video. Heute ein bisschen schlechte Lichtverhältnisse, weil es schon sehr spät ist und eigentlich gar kein Freitagsvideo ist. Das heißt, eigentlich habe ich heute gar keine Zeit. Und also heute Freitag. Ich habe letztens mit der Vorsitzenden von Bernie Affe Chefclub. Ah! Eine ganze Tornado auslöschen. Vielleicht in einer Parallelwelt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns spätestens wieder am Freitag. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Ja! Wow!